The First Berserker Kazan ist ein Hardcore-Action-RPG mit einem einzigartigen Look. Realistische Umgebungen treffen hier auf Charaktere im Anime-Stil. Ich konnte das Spiel ausführlich testen und habe auch mit den Entwicklern gesprochen. Was ich dabei herausgefunden habe und wie sich das Spiel anfühlt, erfahrt ihr in diesem Video. Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, The First Berserker Kazan ist ein herausforderndes, actiongeladenes Rollenspiel mit Souls-like und Hack-and-Slash-Elementen. Es wird vom südkoreanischen Publisher Nexon veröffentlicht und von deren Tochtergesellschaft Meeple entwickelt. Meeple ist vor allem für das Dungeon & Fighter Franchise bekannt, in dessen Universum auch Kazan spielt. Spielerisch haben die beiden jedoch nichts miteinander zu tun und mit Kazan beschreitet das Entwicklerstudio ganz neue Wege. Der geplante Release von The First Berserker Kazan ist für Anfang 2025 vorgesehen und es wird für PC, PlayStation 5 sowie Xbox Series S und X erscheinen. Die meisten von euch kennen die DNF-Spiele wahrscheinlich gar nicht, also die Dungeon & Fighter-Spiele. Was aber gar nicht schlimm ist, da die Geschichte von Kazan hunderte Jahre vor den Geschehnissen der originalen DNF-Story spielt. Wenn ihr jedoch Fans von DNF seid, dann kennt ihr die Legenden über Kazan vermutlich schon. Ich selbst kannte das DNF-Franchise aber auch nicht. Bei meiner Recherche habe ich einiges über Kazans Geschichte herausgefunden, aber um mich nicht selbst zu spoilern, habe ich aufgehört weiterzulesen. Und weil ich euch auch nicht spoilern möchte, lassen wir die ganzen DNF-Wikis jetzt mal außen vor und konzentrieren uns auf die Story von The First Berserker Kazan. In dem RPG schlüpft er in die Rolle des Generals Kazan, der zusammen mit seinem Erzmagierfreund Osma den Heldenstatus erlangt hat, indem sie das Imperium vor einem zerstörerischen Drachen gerettet haben. Doch Kazan verliert diesen Heldenstatus wieder, da er fälschlicherweise des Hochverrats beschuldigt und ins Exil verbannt wird. Das Spiel beginnt damit, dass ihr im Zuge eurer Verbannung durch die schneebedeckte Region Heinmach transportiert werdet. Dort werdet ihr und die ganze Kolonne von einer Lawine getroffen, die ihr aber überlebt und die euch außerdem aus dem Käfig befreit. Von da an beginnt euer großer Rachefeldzug mit dem Ziel, zurück in die Hauptstadt des Imperiums zu gelangen und die Verschwörung gegen euch aufzudecken. Auf dem Weg dorthin werdet ihr alles niedermetzeln, was sich euch in den Weg stellt und dabei wird richtig viel Blut fließen. Also wirklich richtig viel Blut. Als ich die Demo gespielt habe, hatte ich das Gefühl, dass jeder Gegner über tausende Liter Blut verfügt, so viel wie bei jedem Angriff herumgespritzt ist. Die Demo war in drei Abschnitte unterteilt, den Anfang des Spiels und zwei Bosskämpfe. Im ersten Abschnitt, den ihr hier auch gerade seht, wurde man an das Spiel herangeführt und die Steuerung erklärt. Hier fühlte sich das Spiel sehr nach einem klassischen Souls-like an. Neben den üblichen Elementen wie zum Beispiel leuchtfeuerähnliche Orte und Ressourcen, die man nach dem Tod wieder einsammeln muss, hat sich auch das Kämpfen sehr vertraut angefühlt. Hier folgte ich dem klassischen Souls-like-Kampfablauf. Gegner anvisieren, auf den Angriff warten, blocken, parieren oder ausweichen und dann zurückschlagen. Wegen der schnellen Schläge würde ich Kazan am ehesten mit Wolong Fallen Dynasty vergleichen. Zentraler Bestandteil des Kampfsystems ist die Ausdauer, die sowohl man selbst als auch die Gegner haben. Um Kämpfe zu gewinnen, muss man bedacht mit seiner eigenen Ausdauer umgehen und die des Gegners auf Null bekommen. Denn ist die Ausdauer aufgebraucht, verfällt man in einen Status der Erschöpfung, in dem man kritische Treffer landen kann. Nachdem ich diesen Abschnitt der Demo gespielt hatte, habe ich bei den Entwicklern angesprochen, dass Kazan ja ein Souls-like sei. Doch das sehen sie selbst nicht so. Sie meinten, dass Kazan ein Hardcore-Action-RPG ist, das zwar Souls-like-Elemente verwendet, sich aber nicht dadurch definiert. Als ich die Bosse dann angegangen bin, wurde mir auch klar, wieso man das so sieht. Auf die beiden Bosse trifft man erst später im Spiel und im Vergleich zum ersten Teil der Demo war ich hier mit coolen Waffen und noch cooleren Rüstungen ausgestattet. Leider kann ich euch die aber nicht zeigen, weil im bereitgestellten Videomaterial Kazan eine andere Rüstung trägt. Aber glaubt mir, die Rüstung sah echt brachial aus, ein bisschen wie die vom Gegner hier, wenn es nicht sogar die war. Außerdem hatte ich einen Einblick in verschiedene Waffen, die den Spielstil stark beeinflussen. Es gibt zum Beispiel einen Speer mit erhöhter Reichweite oder ein Großschwert, das vor allem bei Konterangriffen von Vorteil ist. Aber kommen wir zurück zu den Bossen und warum das Spiel als Hardcore-Action-RPG mit Souls-like-Elementen bezeichnet wird. Bei den Kämpfen gegen dieses Hirschmonster oder diesen Banditen hier hatte ich mehrere Fähigkeiten, die den Kampf sehr schnell und dynamisch machten, sodass es sich wie ein Hack-and-Slash angefühlt hat. Ich hatte Fähigkeiten, die mich wie ein Beyblade um den Gegner herumschwingen ließen und solche, bei denen ich in die Luft sprang und einen harten Schlag ausführte. Der Anfang des Spiels fühlt sich also wie ein klassisches Souls-like an, weil man da noch keine Fähigkeiten freigeschaltet hat. Je weiter man im Spiel aber kommt, desto schneller und actionreicher werden die Kämpfe. Ob das aber ausreicht, um nur von Souls-like-Elementen zu sprechen und es nicht als Souls-like zu bezeichnen, finde ich schwierig. Ich halte mich da einfach an die Aussage der Entwickler. Aber wie seht ihr das? Wann ist ein Spiel für euch ein Souls-like und wann ein Hardcore-Action-RPG? Kommentiert gerne eure Meinung dazu.
Bei den Bossfights ging es richtig zur Sache und ich war direkt im Tunnel und hatte verdammt viel Spaß beim Zocken, beziehungsweise beim Sterben. Ich bin nämlich sehr oft gestorben, aber als Souls-like-Fan hat mich das nur angespornt. Das Spiel hatte mich sofort in seinem Bann und ich hätte es gerne noch länger gezockt. Insgesamt hat mir das Gameplay gut gefallen. Es fühlt sich geschmeidig und intuitiv an. Angriffe gingen gut ineinander über und es war befriedigend, Kombos rauszuhauen. Obwohl ich oft gestorben bin, fühlte sich das Spiel nie unfair an. Die Bosse waren zwar stark, aber nicht unbesiegbar. Als Souls-like-Spieler, der gerne pariert, war ich froh, dass es keine spürbare Eingabeverzögerung gab. Ich hatte nie das Gefühl, getroffen zu werden, obwohl ich den Knopf zum Blocken gedrückt hatte. Auch das Trefferfeedback war gut. Die Gegner wurden bei Angriffen immer wieder zurückgestoßen und es fühlte sich nicht so an, als würde man in die Luft schlagen. Die hohe Geschwindigkeit in den Kämpfen empfand ich anfangs als überfordernd, da ich plötzlich 6 Fähigkeiten hatte und erstmal herausfinden musste, was die machen und wann ich sie sinnvoll einsetze. Im normalen Spielverlauf schaltet man die Fähigkeiten ja aber nach und nach frei und dann hat man das Problem natürlich nicht. Als ich dann ein Verständnis für 3 oder 4 Fähigkeiten hatte, fühlte sich das hohe Tempo und das Kombinieren von Angriffen erfrischend und gut an. Das Problem ist aber, dass durch diese schnellen Angriffe in Hack-and-Slash-Manier manchmal Chaos auf dem Bildschirm herrscht. Durch das herumspritzende Blut und die ganzen Effekte auf dem Bildschirm habe ich ab und zu den Überblick verloren und meinen Charakter oder den Angriff des Gegners nicht gesehen. Es gab auch ein paar Bugs, die ich hier aber nicht hervorheben will, weil sie bis zum Release sicher noch behoben werden. Wie schon erwähnt, sticht der First Berserker Kazan vor allem durch seinen einzigartigen Look hervor. Ihr befindet euch hier in einer düsteren, atmosphärischen Welt, die stark an die Dark Fantasy-Ästhetik erinnert. Das Besondere ist die Kombination mit einem Cell-Shading-Charakterdesign, das man bereits aus Spielen wie Borderlands oder den neuen Zelda-Teilen kennt. Unabhängig davon, ob einem dieser Stil gefällt, ist er sehr gut in die realistisch aussehende Welt integriert. Da ich in der Demo nur die beiden Bossräume und das schneebedeckte Anfangsgebiet gesehen habe, kann ich leider noch nicht sagen, ob und wie viel Abwechslung die Spielwelt bieten wird. Was ich aber gesehen habe, gefiel mir gut. Kommen wir nun zum Fazit des Previews. The First Berserker Kazan ist ein Hardcore-Action-RPG, das zumindest in der Demo durch seine schöne Umgebung, interessanten Gegnermodellen und schicken Ausrüstungen auffällt. Es hat das Potenzial, sich aus dem riesigen Pool an Souls-Likes hervorzuheben. Denn auch wenn es kein reines Souls-Like ist, glaube ich, dass die Zielgruppe vor allem Fans des Genres sind und es sich deshalb auch mit den Souls-Likes messen muss. Das Gameplay fühlt sich sehr flüssig und präzise an. Außerdem verändert es sich im Laufe des Spiels, da man nach und nach neue Fähigkeiten freischaltet, die die Strategie und das Tempo eines Kampfes beeinflussen, was gleichzeitig für Abwechslung sorgen kann. Die Entwickler selbst sagen, dass bei Kazan der Spaß an der Charakterentwicklung im Mittelpunkt steht. Bei meinem Test gab es aber auch negative Aspekte, wie zum Beispiel kleinere Bugs oder das Pixelfeuerwerk an manchen Stellen im Bossfight. Ich kann mir gut vorstellen, dass es im Spiel Bosse geben wird, die nicht gerade sparsam mit Effekten sind und in Kombination mit den eigenen Fähigkeiten kann es dann ziemlich unübersichtlich werden. Die positiven Aspekte überwiegen aber ganz klar und ich will unbedingt mehr von dem Spiel sehen. Es sollte aber auch klar sein, dass so eine Demo nicht repräsentativ für das ganze Spiel ist, aber sie hat gezeigt, welches Potenzial in Kazan steckt. Ich werde die Entwicklung des Spiels weiterhin verfolgen und wenn ihr keinen meiner Berichte verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Was haltet ihr von dem Spiel? Trifft der Stil euren Geschmack oder lässt er euch kalt? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt noch auf Gefällt mir. Danke fürs Schauen und bis zum nächsten Video.